Nina Morgadam ist wieder mit ihrem Ex-Mann Dominik liiert. Die Moderatorin lüftet ein überraschendes Geheimnis, zwischen ihr und ihrem Ex hat es erneut gefunkt. Gemeinsam haben sie bereits den dreijährigen Sohn Lenny. Nun ist raus, Dominik ist auch der Vater von Baby Nummer 2. Bisher hatte sich die 38-Jährige stets bedeckt diesbezüglich gehalten. Im Interview mit Bunte packt sie nun die ganze Geschichte aus. Wir waren wie zwei Magnete, die sich zuerst angezogen und danach abgestoßen haben. So schnell, wie wir zusammenkamen, ging es auch wieder auseinander, beschreibt die werdende Mutter das Verhältnis zu ihrem On-Off-Partner. Nina selbst habe die Beziehung retten wollen, doch dazu gehören zwei. Letztes Jahr kam dann jedoch die Wende. Aufgrund ihres gemeinsamen Sohnes sei wieder regelmäßiger Kontakt entstanden. Am ersten Abend, wo Dominik wieder bei mir in der Wohnung war, haben wir Lenny zusammen ins Bett gebracht und danach einen Wein getrunken. Bei der Umarmung zum Abschied habe ich wieder dieses Kribbeln gespürt. Ich war geschockt, enthüllt die hübsche Brünette. Die Turteltauben ließen es dieses Mal jedoch langsam angehen und verschwiegen ihre neu aufgeflammte Liebe ein halbes Jahr vor der Öffentlichkeit sowie ihrer Familie und Freunden. Mittlerweile ist das Paar wieder zusammengezogen. Zum zweiten Mal heiraten wollen die beiden erstmal nicht, so Dominik, aber wir sind immer für Überraschungen gut.